Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Heute erstmal vorab möchte ich euch sagen, dass ich ab sofort immer auf Twitch streamen werde, weil habe ich eigentlich schon öfters gesagt, weil YouTube irgendwie meine Alerts nicht lädt und da die Follows nicht angezeigt werden. Und ich finde Twitch vom Aufbau her auch besser, auch deswegen, dass da mein Netbook funktioniert. Also schaut mir gerne auf Twitch vorbei, unten Link in der Videobeschreibung. Heute soll es darum gehen, Leute, dass ich im Moment irgendwie nicht mehr so viel Spaß an Griefer Games habe. Wir kommen jetzt auch gleich erstmal an, warum das in letzter Zeit so ist. Man muss sagen, Griefer Games, immer schön, wenn man so eine, ich sag mal, so eine aktive Phase hat. Man spielt mal so einen Monat richtig aktiv und denkt sich so, Digga, ich habe eigentlich gefühlt nichts mehr zu tun. Du willst eigentlich nicht mehr bauen, du willst nicht mehr annähen. Eigentlich willst du nur noch so gefühlt auf der Fortnite liegen und den ganzen Tag auf der MGS rummachen, rumlaufen, Digga, weil du irgendwie keinen Bock mehr hast zu bauen, zu handeln. Es ist irgendwie so immer ein bisschen komisch, Leute. Das ist bei mir so zumindest, dass ich mal einen Monat immer aktiv spiele, den mal wieder nicht. Und im Moment ist es im Moment so eine wirkliche Downphase. Das hängt auch einfach damit zusammen, muss ich bei Griefer Games wirklich sagen, dass die keine Updates mehr bringen, die so wirklich reizen, Leute. Weil das Ding ist, man muss mal überlegen, wie viele Server mittlerweile auf der 1.16 sind. Ist da so viele neue Blöcke gibt, Maschinen etc. Ich weiß, dass diese 1.16er Plugins oder es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar schon höher als 1.16. Ich habe ja lange nicht mehr reingeguckt in die Minecraft-Version. Auf jeden Fall, dass die überhaupt erstmal so auf 1.16 kommen. Ich weiß, dass die Plugins da recht kompliziert sind, aber nach meiner Meinung, Griefer Games 1.3 auf einer der größten oder der größte CD-Bit-Server in Deutschland, Leute, sollte es nach meiner Meinung und Ansicht hinbekommen, diese Bugs zu fixen. Wenn ich mich da irgendwie irren sollte, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist das auch einer der Gründe. Der nächste Grund ist ganz einfach mit dem Handeln. Das ist so, ich benutze ja aktiv das Forum, wie ihr wisst, so. Ich schreibe da ein Angebot rein, Mindestkaufpreis, sagen wir 250.000. So, was machen die Leute? Bieten 150.000. Wo ich mir denke, so Mindestkaufpreis, Digga, kannst du nicht lesen. Ach, das nervt mich auch immer so, diese Inkompetenz von Griefer Games Spieler. Ich habe zwar öfters schon gesagt, dass sich Dreistigkeit auszahlt, aber man muss es auch mal aus der Sicht des Verkäufers sehen. Wenn man so einen Mindestpreis hinschreibt, den man haben will, macht man entweder ein Minusgeschäft, wenn man das verkauft, oder man will es einfach nicht unter Wert verkaufen, weil es einem viel zu viel selber sonst bedeutet. Damals vielleicht zum Beispiel mit einem Spawner, der irgendwie von einem Freund gesigned ist, weil man den vielleicht irgendwie geschenkt bekommen hat oder so. Der nächste Grund ist ganz einfach, dass es bei Griefer Games im Moment mich auch irgendwie nicht mehr reizt, weil ich auch im Moment gefühlt den ganzen Tag nur alleine im Discord bei mir hocke und niemanden habe, mit dem ich so gefühlt Griefer Games Minecraft irgendwie reden kann. Das ist auch noch ein Problem. Das liegt aber auch wirklich an mir, weil ich im Moment mir auch irgendwie keine Anstalten mache, irgendwas Neues zu suchen. Letzter Clan ist da ein bisschen was schief gelaufen. Also nicht bei Royal Hell, wo ich jetzt drin bin, davor der Clan. Gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Und auf jeden Fall, Griefer Games allgemein ist zwar recht geil für so eine Zeit lang, aber denn so ein Jahr wirklich aktiv durchzuziehen, jeden Tag 5 Stunden, Digga, ist für mich auch so ein bisschen behindert. Und des Weiteren fuckt mich auch irgendwie die Griefer Games Community mittlerweile so ein bisschen ab, muss man sagen. Ich finde es ja, es gibt wirklich einige Leute auf meinem Kanal, wo ich sagen muss, die sind recht aktiv dabei, gucken wirklich jedes Video. Und dann gibt es wieder Leute, die sind eigentlich nur dabei, weil sie irgendwie erwarten, dass ich in jedem Stream eine Verlosung raushaue, irgendwas donate und mein Griefer Games Geld verschenke. Obwohl ich das schon so oft gesagt habe, dass ich das nicht machen werde, dass ich keine Verlosung machen werde. Ich bin nicht einer von den Leuten, die jeden Tag bei Griefer Games eine Verlosung raushauen, nur mit sie Abos bekommen. Digga, das bringt mir auch nichts, wenn die Leute im Nachhinein inaktiv sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Des Weiteren sind es natürlich auch noch so Dinge wie, ja, ich sag mal, was sollst du denn groß machen? Du kannst zwar verschiedene Dinge machen, wie zum Beispiel ein Casino bauen, deine eigene Farm bauen, mit irgendeinem Kumpel einen Plot bauen. Das Problem ist aber daran, wenn du was mit anderen Leuten machst, hast du immer bei Griefer Games das Risiko, dass die dich irgendwie scammen, Digga, dass die irgendwie so denkst, ja, am nächsten Tag ist alles weg, was du dir innerhalb von einem Jahr aufgebaut hast. Digga, das ist für mich einfach, mittlerweile ist es für mich so Brainfuck, weil du hast immer den Gedanken, ja, jeder kann dich scammen, egal egal wie lange du den kennst, wenn du jemanden Rechte bei dem Plus gibst, kann der dich rein theoretisch jederzeit scammen, außer natürlich, du gibst ihm neue Rechte und überwachst immer, was der macht.
Es kann auch sein, dass dich ein Real-Life-Freund scammt, den du seit gefühlt 10 Jahren kennst, nur wegen Griefer Games, Digga. Und, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich nicht die Freundschaft aufs Spiel setzen. Ich schweife schon wieder viel zu weit vom Thema. Auf jeden Fall, dass man wirklich mit niemandem was machen kann, ohne Angst zu haben, dass er dich wirklich scammt. Natürlich gibt es auf dem Server recht viel, ein paar ganz bekannte Leute, von denen man weiß, dass sie nicht scammen, aber es gab auch schon ganz oft den Fall, dass Leute recht bekannt waren und von heute auf morgen aufgehört zu spielen haben und sich gedacht haben, jo, ich nehme jetzt mal noch ein paar Millionen mit, um die für echt Geld zu verkaufen. Ja, das ist mal der Retalk, den ich im Moment so mit Griefer Games sehe. Natürlich kommt jetzt auch noch in nächster Zeit den weiteren Griefer Games Content, aber ich werde in nächster Zeit auf Twitch auch mal noch ein bisschen was anderes machen, wie GTA oder vielleicht auch mal das neue COD spielen, was ich mir gekauft habe und eine Spielstunde drin habe, Digga. Absolut noch gar nicht gespielt. Na, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video dazu gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.